Herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zum zweiten Match des Abends hier beim Money in the Bank Pay-Per-View. Hallo Tim. Hallo zusammen. Das Intercontinental Championship Match steht auf dem Plan. Bret Hart hat es geschafft, im vergangenen Monat sich deutlich zu beweisen. Zwar in einem Match gegen Kane, damals ging Kane einfach, aber dann gewann er ein Number One Contender Match gegen Goldberg und Scott Hall. Und so steht er hier heute gegen Jerry Lynn beim Money in the Bank Pay-Per-View-Match. Ja, Jeremy Lynn, der sich gefühlt das erste Mal beim letzten Pay-Per-View aufgetreten ist. Richtig. Da ein Wahnsinns-Match gegen RVD gezeigt hat und sich den Intercontinental-Titel geholt hat. Und jetzt hier gegen Bret Hart verteidigen muss. Deshalb ist mein Tipp auch Jeremy Lynn. Ach so, ja, denkst du? Ja. Ja, gut, ich muss sagen, eigentlich schwierig anzusetzen, weil Jerry Lynn, gut, hat ein Wahnsinns-Match gezeigt. Also klar, ganz klar, das Match des Pay-Per-Views bei Living Dangerously. Ich meine, was anderes durfte man noch gar nicht erwarten. aber es war halt ein Hardcore-Match und das hier ist es nicht. Deswegen traue ich Jerry Lynn hier sogar tatsächlich keine Verteidigung zu und sage, Bret Hart wird hier neuer Intercontinental Champion. Wollen wir mal hoffen, dass er es nicht wird? Ja, weil Bret Hart natürlich auch technisch super gut visiert und Jerry Lynn ist halt dann doch eher so der Hardcaller. Natürlich ist Jerry Lynn jetzt technisch keine Niete, das ist ganz klar. Aber siehst ja selbst, die erste Minute direkt Bret Hart voll am Drücker. Jerry Lynn hat überhaupt gar keine Chance, sich hier zu beweisen. Ja, aber das heißt ja nichts. Ich meine, Jeremy Lin hat auch gegen RVD viel einstecken müssen. Hat Nehmerqualitäten bewiesen. Und das hat stimmt, ja. Also ein tougher Bursche ist Jerry Lin auf jeden Fall. Glaube aber einfach, dass er gegen die Technik von Bret Hart nicht ankommen wird. Nicht in einem Normal-Match. Ja, das wird sich zeigen. Genau. Und Bret Hart, muss man ja dazu sagen, hat eine phänomenale Leistung gezeigt. Ja, 2 Triple Threat-Matches gewonnen in dem Monat. Und ja, hat sich dieses Match hier zurecht gesichert. Hier gerade die Rolling Senton in die Ringecke von Jerry Lynn. Die erste nennbare Aktion. Wird aber hier direkt wieder mit einem Dropkick dann abgefangen. Jetzt hat Jerry Lynn wieder in der Ringecke. Oh, jetzt will er mit dem Shoulderblock kommen. Knallt aber dann selber ins Turnbuckle. Und tilt aber Backbreaker von Bret Hart. Überhaupt kein guter Anfang von Jeremy Lynn da hier. Absolut nicht. Er hier direkt die harten Aktionen einstecken muss. Jetzt hier Backsuplex von Bret Hart. Ja, aber ich habe die Hoffnung, dass Jeremy Lynn es schafft, gegen Bret Hart zu gewinnen. Ja, meinst du, der kommt dann nochmal zurück? Ja, sowieso. Ja. Ja, dann sollte Jerry Lynn natürlich langsam Gas geben. Ich denke mal, dass, wenn das so weitergeht, das ein etwas kürzeres Match wird. Bret Hart macht das hier nämlich sehr geschickt im Moment. Ja, bringt seine Moves durch. Lässt Jeremy Lynn kaum zu was kommen. Und nimmt sich vor allem keine Pause und setzt weiter nach. Genau. Also der guckt nicht erst blöd oder versucht irgendwelche Taunts, sondern direkt wieder weiter. Was mir auch auffällt, dass er auch durchaus auf Arme und Beine gleichzeitig geht. Im Gegensatz zu einem Kurt Angle zum Beispiel im Match vorher. Oh, das ist aber schöner Dropkick von Jerry Lynn. Jetzt geht's da raus. Der Jeremy Lynn wird natürlich versuchen, das Match. Oh. Das mag Jerry Lynn natürlich. Jetzt hängt er allerdings an der Barrikade und kassiert brutale Schläge von Bret Hart. Der wird sich natürlich das auch nicht nehmen lassen, jetzt wo sie mal draußen sind, hier zu etwas härteren Mitteln zu greifen. Denn Technik brauchst du natürlich außerhalb des Rings nicht zeigen, aber dann geht's auch ganz schnell wieder in den Ring. Wo will er hin? Okay, oh, bisschen joggen. Eine Ehrenrunde für die Fans. So einfach, wie das für ihn hier ist, scheinbar. Oh, aber schön eingesprungen, Hurricanrana. Um einfach mal Bret Hart auch auf die Matte zu schicken. Chinbreaker. Chinbreaker hinterher von Jeremy Lynn. Ja gut, das ist natürlich jetzt nicht gut gelaufen für Jeremy Lynn, wenn er dann schon Bret Hart nach draußen schmeißt, um seine Vorteile auszuspielen und Bret Hart ihn dann draußen mal eben zusammenstampft. ja, richtig. Das ist nicht gut gelaufen. Ja, aber dann hat er auch sofort gemerkt, Bret Hart wirft ihn sofort wieder in den Ring und verlagert das Match wieder dahin, wo er am besten damit klarkommt. Richtig, ja. Im Seil gefiert. Und ich denke mal, solange wir zwischen den Seilen auch sind, wird es sehr schwierig für Jerry Lynn. Aber. Oh! Schöner, eingesprungener Drop hier von Jeremy Lynn und ja, Dropkick hinterher. Auch hier Backbreaker, das Sharpshooter geht auf den Rücken und auf die Beine gleichzeitig.
da. Okay, sogar noch ein kurzer Leg Drop hinterher. Also Jerry Lynn, siehst ja selber, der Jerry Lynn packt Bret Hart und Bret Hart sofort Arme weg, Kopf genommen, zack, Überwurf und Bret Hart ist wieder auf den Beinen und Jerry Lynn am Boden. Das ist unfassbar, wie er das eigentlich macht. Ja, Bret Hart hier ganz klar im Rücken, jetzt hier der Neckbreaker hinterher. Er geht auf den Kopf, er geht auf den Rücken, er geht auf die Beine, er bearbeitet alles. Ja, es ist beeindruckend. Ja. Und so zermürbst du natürlich deinen Gegner. Ne? Jetzt hier wieder auf den Arm. Also systematisch zermürbt er hier seinen Gegner. Jetzt mal ein Cover. Geht nur bis 1, okay, aber. Naja, das ist der erste psychologische Spielchen, so von wegen, guck mal, ich kann es mir leisten, dich jetzt schon zu covern. Ja, also Bret Hart macht das bis jetzt richtig, richtig stark. Jeremy Lin kann jetzt hier mal kontern. Jetzt geht der Dropkick aber sofort wieder daneben und. Ja, beide setzen die Dropkicks daneben, also das ist nicht das Gelbe vom Ei, könnte man sagen. Kurz gezogen ist. Jetzt hat sofort wieder das Cover, es geht zwar wieder nur bis 1, aber es ist trotzdem einfach ein Machtspielchen von Bret Hart. Starker Whip-In in die Ringecke und dann mit einem Belly-to-Belly-Slam schickt ihn auf die Matte, das ist ja Wahnsinn. Wieder das Cover, sofort hinterher. One, aber wieder kriegt Jeremy Lin. Ja, es ist aber so, Jeremy Lin muss sich unbedingt was einfallen lassen. Dragon Screw hier. Um wieder ins Match zu finden, um überhaupt eine Chance zu haben, weil wenn Bret Hart so weitermacht, dann ist es nur eine Frage der Zeit, bis Jeremy Lin bis 3 liegen bleibt oder in irgendeinem Submission-Move von Bret Hart aufgibt. Richtig, ganz genau. Also es war hier nochmal ein, der Kick gut, aber ich schaue sofort wieder umgedreht und Bret Hart jetzt hier in der Ringecke würgte ihn mit dem Knie. Eieieiei. Sieht überhaupt nicht gut aus für Jeremy Lin. Nein, kann sich immer mal wieder kurz befreien, aber dann. Ja, aber es reicht nicht, er braucht mal so eine kleine Phase, jetzt wieder eine ganze Minute. Das würde dem Match und auch Jerry Lynn verdammt gut tun. Ah, jetzt hier Facewash von ihm. Aber jetzt das ist einfach mal ein bisschen am Drücker sein, nicht sofort wieder ausgekontert werden, nicht ihn dann mit der nächsten Aktion wieder am Boden landen und genau das passiert aber. So wird das nicht mit der Titelverteidigung von Jeremy Lynn. Nein, absolut nicht. Also da merkt man auch einfach, kaum ist es halt kein Hardcore-Match, da fehlen Jerry Lynn die Ideen. Man sieht sofort, man hat es ja auch sofort gemerkt, er ist nach draußen gegangen, will das Match irgendwie verlagern. Aber, Auch hier, er hat ihn in der Ringecke und whippt ihn dann aber in die andere, anstatt, aber wieder der Shoulderblock. Ah, gut, der Shoulderblock, okay, und dann auch wieder der Facewash, aber, ja, ideenlos. Immer, wie du schon gerade sagst, hin und her Irish gewippelt. Oh, schöner Standing Moonsault aber jetzt. Ja, aber das ist halt, man hat so innovativ er im Match gegen RVD war. So, genau. So traurig und leblos ist das jetzt, was er hier zeigt. Richtig. Das ist Cover One. Er kommt zwar mal bei One raus, aber bei Nehmer-Qualitäten hat er natürlich. Als ja, Bret Hart hat jetzt aber auch noch nicht die Aktion rausgehauen, wo ich jetzt sage, okay, da bleibt ein Jerry Lynn eh bis 3 liegen. Aber Bret Hart hat schon so viele Aktionen gezeigt, so verteilt auch auf den Körper, dass das einfach. Beeindruckend ist. Oh, Step Avenzugiri jetzt auch von Jerry Lynn. Ja, so, das sind natürlich Moves, um ihn zurück ins Match zu bringen, weil er rennt sofort. Oh, schöne Kopfschere. Ich dachte zuerst, es wird wieder ein Tilt über Backbreaker, aber dann hat das Jerry Lynn richtig gut gemacht. Ja, vielleicht war das jetzt sogar nochmal so ein bisschen so dieser Move, der Jerry Lynn nochmal zurückbringt. Aber kaum sagst du es, kontert Bret Hart sofort wieder. Aber Jeremy Lin. Jetzt aber auch Jerry Lynn. Vielleicht kommt er ja doch mal ein. Wieder die Huracarana. Wieder der Knee Drop. Es geht. Langsam kann Jerry Lynn wenigstens mal Aktionen zeigen. Oh, schön. Schöner Double Counter quasi. Erst duckt sich Bret Hart weg und dann steckt er doch ein. Das war stark. Jetzt gibt es einen Elbow für Jerry Lynn. Und jetzt Suplex, Jeremy Lin kontert selbst einen Snap-Suplex. Ja, jetzt findet Jeremy Lin endlich ins Match, musste er auch. Wurde Zeit, wieder der Standing Moonsault. Ja, ziemlich spät, aber besser spät als nie, ne? Ja, so wird das Match doch mal ein bisschen spannend und nicht zu einer absoluten Demontage von Jeremy Lin. Richtig. Das wäre natürlich traurig, wenn ein Champion, der sich in einem so überragenden Match bei Living Dangerously den Titel geholt hat, dann so demontiert wird. Das wäre schade. Aber jetzt scheint es ein richtig gutes Match zu werden, vor allem richtig gute Konterphasen jetzt hier hin und her. Es wird das. Oh. Ist das der Irish Curse? Das ja. ist der Irish Curse. Richtig gute Aktion jetzt hier von Jeremy Lin. Ah, das war stark. Hat er richtig, richtig stark gemacht. Zieht ihn jetzt hier in die Ringmitte und covert ihn. Und, ja, klar, Jerry Lynn konnte bisher Bret Hart nie wirklich großen Schaden zufügen, sodass er natürlich auch bei 1 hier auskickt.
Jetzt setzt Bret Hart ihn in die Ringecke. Der Dropkick in die Ringecke klappt auch mal. Oh, und da nie stoppt der ja. Ah, jetzt kaum denkt man, Jeremy Lin findet zurück ins Match, ist auch findet Bret Hart wieder einen Weg zurück. Andrücker, schöner Backsuplex hier. Backsuplex geht auch wieder wunderbar durch. Der Leg Drop sowieso. Ah, gut, aber Bret Hart, Jeremy Lin versucht es jetzt wenigstens. Jetzt hier kommt mit einem Armbreaker-Konter. Er ist noch nicht aufgegeben. Oh! Oh, was wird das? Der Cradle Piledriver! Verdammte Scheiße! Richtig starker Move hier von Jeremy Lin. Oh, aber Bret Hart kickt bei 1 aus. Oh. Und weicht aus. Aber der Cradle Piledriver war natürlich auch ein längst verbotener Move. Da hätte ich jetzt schon mal gesagt, bis 2 geht das, aber bei 1, huiuiuiui. Bret Hart scheint viel mitgenommen zu haben aus den letzten Wochen. Ja, er hat sich definitiv verbessert. Dragon Screw jetzt. Das geht natürlich auch aufs Bein von Jeremy Lin. Ja, aber mittlerweile sieht's nicht mehr ganz so einseitig aus und ich wäre mir nicht mehr zu 100% sicher, dass Bret Hart das hier nach Hause holt. Zwar ist er immer noch ganz klar oben auf, aber Jeremy Lin... Oh, der Sharpshooter! Jetzt haben wir den Sharpshooter! Der Weg rechts ins Seil, immer das Seil ist sehr nah. Oh, schafft das noch! Ja, er hat's! Ja, er schafft's ins Seil. Jeremy Lin schafft es gerade so ins Seil. Das war super knapp. Jetzt hat der Russian Leg Sweep. Ja, jetzt ist natürlich ganz gefährlich. Er läuft jetzt auch jederzeit Gefahr, nochmal in den Sharpshooter zu rennen. Und wenn der zweite Sharpshooter mehr in der Ringmitte passieren sollte, dann. Oh! Suplex Meat Cover, aber auch wieder nur bis 1. Referee gleich schon so, komm, lass es eigentlich sein, das hat noch keinen Sinn. Und jetzt er vielleicht doch wieder nach draußen, in das Gebiet von Jeremy Lin. Und sofort hier die Hurricanrana auf den harten Hallenboden. Das sind die Aktionen, die Jeremy Lin jetzt doch braucht und es klappt auch. Noch eine Kopfschere hinterher. Ah, das sind die das ist das, was Jeremy Lin ausmacht hier. Nein, das wird... Der Gory Special, yo! Yo, auch draußen wieder auf den... Alter, Face First auf den Hallenboden. Sowas setzt natürlich auch Bret Hart zu. Richtig. Aber jetzt geht's natürlich wieder in den Ring. Jetzt müssen sie halt wieder in den Ring, aber wieder die Hurricanrana, aber diesmal mit Cover. One, two, one. Oh, Bret Hart kontert natürlich mit all seiner Erfahrung, aber nur bis 1. Oh, Alter, was für eine gute Phase gerade. Ja, und so wird aus einem ziemlich dominanten Bret Hart Match von zu Beginn eine ausgeglichene Partie hier. Ein richtig geiles Wrestling-Match. Ja. Ist ja unglaublich. Also Jeremy Lin begeistert mich schon wieder, muss ich sagen. Ja. Wir sehen ihn zwar immer meistens nur beim Pay-Per-View, aber... Ja, richtig. Mr. Pay-Per-View. Pay-Per-View, nachdem er den richtigen Mr. Pay-Per-View entthront hat. Richtig, richtig. Ist das quasi weitergegangen. Jeremy Lin. Nicht schlecht. Jetzt ja. Gute Phase von Jeremy Lin, aber die braucht er auch. Ich meine, du wirst Bret Hart nicht mal ebenso im Vorbeigehen besiegen können. Ja, richtig. Oh, und jetzt ein Cross-Arm-Breaker. Und Bret Hart ist weit weg vom Ringseil. Bret Hart, oh ja, der Arm ist weit gestreckt, aber nein, er gibt nicht auf und kann sich befreien. Natürlich ein Submission-Spezialist wie Bret Hart. Genau, schwierig, ihn dann in so eine Lage zu bringen. Jetzt hat aber selbst Bret Hart mit dem Aufgabegriff. Ist das schon das Ende für Jeremy Lin? Nein. Befreien. Dem Headbutt. Nach hinten. Oh. Ziel Lock-up. Mal gucken, wer noch die größeren Kraftreserven hat. Bret Hart. Das war fast zu erwarten. Wieder ein Backsuplex. Oh, stark. Und wieder das Cover. Also, wenn ich zum Beispiel bedenke, dass es bei CM Punk gegen Kurt Angle 2 Cover im ganzen Match gab. Hier gab es schon 10 ungefähr. Ja. Da siehst du mal einen Unterschied. Oh, jetzt geht er hier schneller. Jeremy Lin! Au! Corkscrew senden sollte das werden. Geht aber daneben. Aber auch Jeremy Lin kann wieder kontern. Und jetzt gibt's hier... Jetzt geht er aufs Bein von Bret Hart, damit dieser vielleicht selber den Sharpshooter nicht mehr ansetzen kann. Nicht dumm, die Idee. Wenn er nicht den Halt hat, um vernünftig zu stehen, ist es auch schwierig, den Sharpshooter mit voller Kraft durchzusetzen. Ganz genau. Jetzt hier wieder Snapmare. Und wieder. Wieder. Und ich meine, das ist auch so ein Move, da kann Jeremy Lin kaum in die Seile kommen. Ja, mit dem Bein könnte er es versuchen, aber ich glaube, da powert er sich schon wieder raus. Ja, wieder mit dem Headbutt. Und dann kommt der Dropkick. Jeremy Lin auf den Apron. Oh, shit! Aber dann geht Bret Hart einfach da draußen. Alter, das hätte richtig gefährlich werden können.
hat er vor? Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Bret Hart, jetzt baut er einfach den Kommentatorentisch ab. Jetzt der normalerweise... Ja, ganz genau. Schau dir das mal an. Was hat er vor? Was hat er vor? Nein, nein. Bret Hart? Das wird doch nicht... Das wird... No! Wait, oh my God! Oh mein Gott. Alter Verwalter, was für ein unfassbarer Elbow Drop vom Top Turnbuckle. Ein Elbow Drop durch Jerry und den Kommentatorentisch. Ja, Wahnsinn. Aber Jerry Lee kommt zurück. Bam! Tilt the Wheel Slam. Und da ist der Corkscrew Crossbody. Der geht durch. Was für eine Phase jetzt. Es muss doch jetzt hier schon langsam in die Schlussphase gehen. Aber wer wird sie für sich entscheiden? Schoolboy von Bret Hart! One! Oh, boah! Und sofort was? Out. Ey, dieser Jerry Lynn hat Nehmerqualitäten, das ist ja unnormal! Step up, MCGiri von Jerry. Und Jerry Lynn und Bret Hart empfehlen sich hier fürs Match des Abends. Aber hallo! Sie hat abermals! TKO! TKO wird's. Ist das auch wirklich der KO? Für Bret Hart, Cover natürlich! One! Das gibt's doch nicht! Kicken einfach bei 1. Bisher ging nur ein Cover bis 2 und das war diese überraschende Hurricanrana mit Roll-Up. Ansonsten jedes normal angesetzte Cover ging hier bis 1 auf beiden Seiten. Wie krass ist das eigentlich? Jetzt hier wieder das Cover. One. Da! Nein! Was ist denn das? Länger als 1 bleibt hier keiner unten. Wow! Armdrag jetzt hier, um dich zu befreien. Aber also, das ist Bret, ja echt... Bret hat gemerkt, dass er mit Technik nicht weiterkommt gegen Jeremy Lin. Es reicht absolut nicht, und packt dann einfach mal so ein Wahnsinns-Elbow aus. Jetzt geht er wieder auf die Beine. Vielleicht doch nochmal mit dem Sharpshooter dann. Oh, was für ein Schlag. Jetzt hängt er ihn mit dem Tree of Woe in die Ringecke. Oh, geiler Konter. Geiler Konter von Jeremy Lin. Und seinerseits in die Ringecke. Ja, aber auch der konnte. Oh! Wahnsinn! Aber, und immer wenn Bret Hart jetzt in der Ringecke ist, dürfen wir nicht vergessen, dass. Oh, bitte, das ist der Sharpshooter. Oh ja, in der Ringmitte! Das ist der Sharpshooter! Kann Jeremy Lin nochmal ins Seil? Oh mein Gott! Nein! Nein, 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 er tappt sofort! Er tappt sofort und Bret Hart ist neuer Intercontinental. Er hat es versucht, wirklich, er hat es versucht, ins Seil zu kommen, aber dann zieht Bret Hart nochmal feste nach und dann war's das. Auch da nochmal dieser unglaubliche Elbow durch den Kommentatorentisch. Alter Verwalter. Und da siehst du, ist doch klar, wenn jedes Cover nur bis 1 geht, dann was mache ich richtig? Ein Sharpshooter. Ja, natürlich. Auch hier der Schoolboy, nur bis 1. Was für ein Match, Mann. Unfassbares Match. Ich finde, da hat sich das Warten die letzten 3-4 Tage auch gelohnt. Auf jeden Fall, aber das, also ich ziehe meinen Hut vor Jerry Lynn, dass er aus so einer Demontage noch sein wahnsinnig atemberaubendes Match gemacht hat und ich nehme es mir auch nicht übel, dass er hier im Sharpshooter dann tappen muss. Es war schon der zweite, beim ersten hat er sich noch stark ins Seil gekämpft. Richtig, richtig, ist er sogar schon der zweite. Der Master des Sharpshooters, man sieht hier auch, er liegt am Boden, er ist selber fertig und platt. Absolut. Hat den Titel nur um die Hüften, er kann noch nicht aufstehen, ja, jetzt kommt er aber langsam hoch. Ja, was für ein Match. Ist klar, dass der Mann fertig ist und der ist todglücklich, dass er das hier gepackt hat. Vollkommen verdient gewinnt Bret Hart hier den Intercontinental-Titel. Wahnsinn. Ja, absolut. Unglaubliche Szenen. Jerry Lynn muss sich von nichts zurückschrecken. Den Mann würde ich auch absolut nicht abschreiben. Ich hoffe, dass wir von ihm noch sehr viel mehr sehen werden. Bret Hart verdient neuer Intercontinental-Champion mit einer Weltklasse-Leistung. Wow. Und wir sehen uns zum nächsten Match von Money in the Bank wieder. Bis dann. Hallo meine lieben Freunde, ich hoffe es hat euch gefallen. Das war's für diese Folge. Wenn ihr eine Menge Spaß hattet, dann gebt dem Video noch einfach einen Daumen nach oben, denn das würde mir für die Zukunft sehr helfen. Wenn ihr noch mehr Let's Plays sehen wollt, dann klickt einfach hier links auf die Let's Play Spalte, denn dort kommt ihr auf eine Playlist mit über 100 angefangenen Let's Plays. Da denke ich mal, wird bestimmt was für euch dabei sein. Und wenn ihr keine Lust mehr auf Let's Plays habt, dann klickt ihr einfach rechts, denn dort könnt ihr auf eine Playlist kommen mit unseren Real-Life-Videos, Frittieren und Co. Da werdet ihr bestimmt auch eine Menge Spaß haben, denn die Videos sind absolut abgefahren. Und wenn ihr in Zukunft den Wolfpack joinen wollt und kein Video mehr verpassen wollt, dann klickt unten auf Abonnieren. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, haut rein.